einigen Mitgliedstaaten wird die Richtlinie nach wie vor mangelhaft umgesetzt und angewandt. Eine Verbesserung war daher dringend notwendig. Die Umweltverträglichkeitsprüfung stellt sicher, dass Auswirkungen von Investitionen auf Umwelt, Klima und biologische Vielfalt in Entscheidungen über Genehmigungen einbezogen werden und legt dafür Mindeststandards fest. Es ist wichtig zu wissen, dass soziale und wirtschaftliche Einflüsse nicht durch die UVP geprüft werden. Es geht um die Auswirkungen auf die Umwelt, also die Gesundheit von Tieren und Menschen, die Qualität des Bodens, der Luft, des Klimas, solche Dinge. Wenn beispielsweise eine Autobahn gebaut werden soll, muss geprüft werden, welche Lösung möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt hätte. Leider hat die neoliberale Mehrheit im Parlament gegen die Aufnahme der Flugrouten in die UVP-Richtlinie gestimmt. Mit der nun verbesserten Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung müssen künftig auch Fracking-Vorhaben verbindlich geprüft werden. Das ist ein erster Schritt, um die gravierenden Auswirkungen auf die Umwelt durch Fracking zu verringern. Für uns als Linke gilt aber weiterhin, Fracking muss verboten werden. Die Risiken für Umwelt und Gesundheit sind nicht kalkulierbar. Die Erschließung neuer fossiler Energien wäre außerdem ein fatales Signal für die europaweite Energiewende.